da ist er, der Kia Sportage aus der Aktion. 19.990 Euro. Ein ausgewachsener, richtig toller, großer SUV, der mich so ein bisschen an ein sportliches Auto, einen sportlichen SUV aus deutschem Hause erinnert. Ja, so auf den ersten Blick, da lacht der Peter Dämmerle, er weiß schon, was ich meine. Denn er sieht so ein bisschen aus wie ein Auto, was so aus dem südlichen Deutschland kommt, so ein kleines bisschen. Gegend um Zuffenhausen, Stuttgart, ja genau, kann man diese Ähnlichkeit nicht verleugnen, wobei keine böse Absicht. Keine böse Absicht, also er sieht sehr, sehr, sehr sportlich aus, man kann es natürlich nicht vergleichen, aber es ist ein richtig großer, ausgewachsener SUV, in dem auch große Menschen wie Peter Dämmerle Platz haben und die Optik, man kann es gar nicht groß genug zeigen, mit riesigen Lufteinlässen, mit schwarz lackierten Spoilerteilen, die vorne dran sind und einem Preis, der Ihnen wirklich die Schuhe aussieht. Bevor wir überhaupt mal anfangen, 19.990 Euro für eine Tageszulassung, muss man dazu sagen. Das hier ist jetzt eine Tageszulassung, ja. Da gilt der Preis halt eben inklusive der Metallic-Lackierung und wir bieten auch Neuwagen an in gleicher Ausstattung, halt eben in der Grundfarbe Weiß zum gleichen Preis. Zum gleichen Preis. Weiß ist auch sehr gefragt, muss man sagen. Eine Farbe, die wirklich oft bei euch geht. Ja. So sieht man es. Das ist das Angebot jetzt hier bei dem Angebot. Man spart fast 5.000 Euro. Und hier haben wir die Verbrauchswerte nochmal obligatorisch fürs Video. Jetzt gehen wir mal kurz aufs Auto ein. Das ist ein richtig tolles Auto mit hohem Einstieg und tollem Sitzkomfort. Absolut. Der Kia Sportage ist innerhalb der Kia-Modellfamilie auch eines der meistverkauften Autos in Deutschland. Hat eine sehr hohe Akzeptanz, auch aufgrund seines Designs. Auto ist halt eben sehr schick gezeichnet und es ist halt eben wie bei Kia üblich ein Auto mit einer recht umfangreichen Serienausstattung schon in dieser Edition mit dem Emotion-Paket, wie er hier steht. Ne? Dazu gehören unter anderem schon die Leichtmetallräder, die serienmäßig montiert sind. Ne? Er hat eine Rückfahrkamera drin, er hat Sitzheizung drin, er hat eine Lenkradheizung drin, unterstützt auch die neuesten Handy-Betriebssysteme. Android Auto mit integriert, Apple CarPlay mit drin. Also er hat schon einiges zu bieten. Hier oben auf dem Dach vielleicht noch diese Haifischflosse. Ja. Dann die Dachreling mit dabei, wo man halt eben auch Trägersysteme drauf montieren kann. Fahrradträger, Skiträger, was auch immer auf dem Auto transportiert werden muss. Ja, wir drehen jetzt. Und ja, vielleicht auch noch ein Highlight, ist nicht bei allen Autos selbstverständlich. Der hat in dieser Ausstattung auch hinten serienmäßig schon Sitzheizung auf den äußeren Sitzen mit dabei. Nee. Doch. Für 1999. Ja. Also ich habe jetzt gerade ein Auto bestellt, wir haben eben gewitzelt, wir sagen mal nicht, was für eine Marke, auch ein deutsches Modell. Da hat der Kollege eine sportliche Ausstattung bestellt und hat die Sitzheizung nicht angekreuzt. Das gibt es hier gar nicht. Also vorne ist immer Sitzheizung. Ne? Das ist für uns eigentlich generell, außer bei der aller einfachsten Einstiegsversion im Kleinstwagenbereich. Aber ansonsten sind wir. Was ist der kleinste bei euch? Wie heißt der? Der Picanto. Der Picanto. Also den wird es ohne Sitzheizung geben, wenn man denn will. Wenn man es denn will, wenn man wirklich sagt, man will die einfachste Version nur zum Fahren, ohne irgendwelchen Luxus und Schnickschnack. Ja, wir sind im Autohaus Klein in Saarlouis. Das gilt es mal kurz erwähnt. Den Sportage, den gibt es schon wie lange? Also das Modell gibt es seit 2016, der ist im Januar eingeführt worden und das, was wir hier sehen, das ist vielleicht auch eine Besonderheit, wenn man gerade jetzt von einem Aktionsfahrzeug spricht, das ist die allerneueste 2019er Version. Da haben wir halt eben schon eine gewisse optische Überarbeitung gegenüber den ersten Modellen, der ist also in der Frontpartie geändert, hat etwas andere Scheinwerfer, ist vom Innenraumdesign her ein bisschen verfeinert. Er hat schon Euro 6 D-Temp Abgasnormen. Nach neuestem Prüfzyklus. Was für Motor sind drin? Da ist ein 1,6 Liter Benzinmotor drin mit 132 PS. Und der geht gut? Der reicht vollkommen aus bei dem Auto. Das ist eine adäquate Motorisierung, mit Sicherheit. Wenn du mal so Lippes hinten aufmachst, dann kann man mal sehen. Hier ist übrigens die Rückfahrkamera, die das Bild aufnimmt, das dann halt eben vorne auf dem großen Bildschirm dargestellt wird, sobald man den Rückwärtsgang einlegt, hat man halt eben. Und, wer keine Rückfahrkamera hat, das kann bis einige tausend Euro kosten, wenn man keine hat. Ich durfte es vor kurzem, ich habe einen Bus, ich will keinen nennen, der hat keine drin gehabt und habe tatsächlich den Kollegen erwischt. Ja. Wenn er jetzt das Video sieht, er wird jetzt lachen und es ist wirklich so. Aber man kann das viele Dinge erst
ich meine, die weiß man erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. So ist es, genau so ist es. Ne? So, hier habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten. Sag mal, hier die Sitze, kann man die auch zurücklehnen, dass man etwas schöner, weil der zwei verschiedene Rastungen hat, frage ich mal gerade. Man hat hier so eine Ruheposition und man kann das Ganze auch ein bisschen aufrechter stellen, ne? Je nachdem, wie man das Kofferraumvolumen hätte. Genau. Das hier ist so eine Ruheposition. Also man kann es auch ganz runter machen. Genau. Wie zum Beispiel kleine Kinder können ein bisschen schlafen legen. Genau so ist es. Ne? Das sieht man auch sehr gut bei dem vorderen Sitz. Der ist aber jetzt, der daneben ist nicht ganz hochgestellt, gell? Der ist nicht ganz hochgestellt. Wie gesagt, hier haben wir halt eben auch noch diese Armlehne drin, die wir dann bei Bedarf... Mit Becherhalter. Mit Becherhalter. Ne? Ja. Was übrigens auch jetzt toll gibt, das kann man bestellen im Netz, das sind so, das sind magnetische Halterungen, da kann man ein iPad festmachen hinten. Und man kann das direkt hier unten einstecken, hat nämlich unten eine 12-Volt-Ladebuchse, richtig, direkt fürs iPad dabei, und da können die Kinder in Netflix gucken. Ganz wichtig. Ja. Sorgt auf längeren Fahrten durchaus für Ruhe. Zumindest bei meinem Sohn. Wir haben ganz tolles Wetter. Es ist Dezember 2018 hier in Saarlouis. Ihr habt das Autohaus schon wie lange jetzt? Das Kia. Das Kia-Autohaus ist eröffnet worden, beziehungsweise mit Kia angefangen haben wir Ende 2015. Das Autohaus ist dann 2016 eröffnet worden. Das heißt, ich mach mal hoch. Darunter ist wahrscheinlich die Box der Pandora. Wahrscheinlich weiterer Spau. Ja, das ist klasse. Hier kann man unglaublich viel, so einen kleinen Einkauf mal ablegen. Das ist ein zusätzlicher Stauraum. Eigentlich haben wir hier auch dieses Tire Mobility Kit drin. Das ist dieses Reifenreparaturset, das halt eben dann gebraucht wird, wenn man... Und ein Kompressor und eine Dichtflüssigkeit. Genau, das Ganze wird dann an eine 12-Volt-Steckdose angeschlossen und dieses Dichtmaterial wird halt eben in den defekten Reifen eingebracht und dichtet diesen von innen ab. Klappt auch erstaunlich gut. Ich habe es im letzten Video schon gesagt. Ich glaube, man kann das komplett auch noch absenken, wenn man das möchte. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil es hat so eine zweite Schiene hier, die schreit schon fast danach. Ich frage dich mal kurz. Jetzt ist das Reifendichtsystem natürlich im Weg, aber wahrscheinlich ist es so. Es klappt einmal runter. So, und siehe da, der Kofferraum ist dann ein bisschen tiefer. Genau, wir nehmen mal kurz das Reifendichtsystem raus. Jetzt ist es drin. Ja, die Sonne scheint hier Vollgas rein in euer. Jetzt ist tiefer. Das heißt, jetzt habe ich etwas mehr Raum nach hinten. Ja, ich kann es ein bisschen tiefer. Ein paar Zentimeter in der Höhe, einfach wenn ich irgendwas Sperrigeres laden will, was halt eben. Aber nicht mehr ganz eben nach hinten. Genau. So, das ist der. So, aber ich hab Platz. Also ich sag mal, ich kann das auch noch geteilt umklappen. Das sind ein paar praktische Details. Man kann hier die Klappen seitlich rausnehmen und kann dann hier diese Laderaumabdeckung hier unten verstauen. Mach mal bitte, sag mal. Habe ich noch nie gesehen. Das heißt, hier kann man die Klappen abmachen und kann dann zum Transport. Das dann einfach, ja. Ach, dann ist die komplett weg. Ist dann komplett weg. Das heißt, ich brauche die nicht irgendwo in der Garage oder sowas unterzubringen, kann die direkt im Auto platzieren. Oder wenn ich unterwegs irgendwas einlade, wo das Ding im Weg ist, mache ich es einfach weg. So, habe jetzt hier die Abdeckung drin. Und hab's super sauber verstaut. So, die kommt hier rein. Und hier machen wir den Deckel wieder drauf. Und dann ist das nämlich komplett wieder zu. Verstaut. Sag mal, wer ist denn auf solchen Ideen unterwegs? Sag mal. Ja, ich denke. Noch so Ideen. Ich denke, dass unsere Ingenieure und Entwickler sich da schon Gedanken machen und das Ganze ein bisschen. Ja, ein bisschen praxisnah gestalten. Ne? So, wir gehen mal kurz nach hinten. Ja, erzähl. Zusätzlich zu dieser Kamera, man sieht es hier kaum noch, weil die Sensoren werden immer kleiner, sind natürlich auch die Putzfahrsensoren noch mit verbaut. Das heißt, Der piepst. Der gibt halt eben noch zusätzlich optisch, akustisch einen Hinweis, wenn es hinten eng wird. Ja, also das, was man aus irgendwelchen Videos kennt mit WhatsApp und der Flöte. So, jetzt hat man Riesentüren. Also was unglaublich begeistern ist, ist diese unglaublich große, bequeme Einstiegsmöglichkeit auch hinten. Das heißt, ich nehme an, ihr habt schon den einen oder anderen schon verkauft als Taxi. Nee, weil es ist sehr, sehr bequem. Die Türen gehen unglaublich weit auf und man hat einen Einstieg, der ist fast wie im Rolls-Royce, würde ich sagen. Super bequem. Vor allen Dingen die Sitzposition, die man dann einnimmt, ist halt eben etwas erhaben. Man sitzt halt eben wirklich ein bisschen höher, sieht besser über den fließenden Verkehr. Es gibt halt eben auch ein sehr gutes Sicherheitsgefühl, wenn man in so einem Auto drin sitzt. Also wirklich sehr angenehm. Rückengeplagte sind da immer sehr dankbar, wenn sie halt eben nicht so tief ins Auto reinfallen, sondern relativ eben einsteigen können. Peter, wir reden hier über ein Auto, was 19.990 Euro mit der deutschen Mehrwertsteuer kostet. So ist es.
unglaublich. Mach mal hinten auf. Ich will noch mal kurz hier reingucken, dass wir mal 5 Plätze, vollwertige. 5 vollwertige Plätze, ganz klar. Alles mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten, wie sich das gehört. Und natürlich rund um Sicherheitspaket sowieso alle verfügbaren Airbags mit drin. Front, Seiten, Vorhang, Airbags, alles mit dabei. Die Größe, was ist das hier ungefähr für eine Klasse? Wie würdest du die einordnen? Ja, es ist... Von der Größe her, ist das zwischen... Sag's. Ja, Fremdfabrikate werde ich jetzt hier nicht nennen. Okay, aber er ist groß. Er ist sehr, sehr groß. Also er ist nicht die kleinste Klasse von einem großen deutschen Hersteller, sondern es ist wahrscheinlich die mittlere. Das ist ein C-SUV. So, das hast du schön gesagt. So, ich habe dich auch nicht genötigt, irgendwas zu sagen. Die Spiegel, die sind einklappbar? Fragen aller Fragen. Ich habe da gewusst, irgendwann erwische ich ihn mal, dass er mal was nicht weiß. Nicht elektrisch einklappbar. Sondern einfach manuell. Das heißt, wenn ich in der Waschstraße, das Auto ist ja relativ breit. Richtig. Genau, und dann habe ich die Möglichkeit, die einfach einzuklappen. Also 19.990 Euro. Wir gucken nochmal ganz kurz auf den Verbrauch. Wie liegen wir da im Mittel? Ja, der kombinierte Kraftstoffverbrauch, das ist jetzt auch schon angegeben nach der neueren Norm. Der ist bei 6,8 Liter auf 100 Kilometer. Und der ist auch realistisch? Der ist realistisch, ja. Denn die meisten, das war ja immer so ein Riesending, kauft es für 6,8, am Schluss hat er jetzt dann noch 9 Liter, weil die vielleicht 125er Reifen drauf gemacht haben, die nicht Zeit, aber das sind jetzt realistische Fahrwerte. Wir steigen mal ein, dann gucken wir uns das Auto mal an, von innen, denn das eine ist das Äußere und dann sitzt man ja auch noch drin. Was dominierend ist, ist natürlich direkt beim Einstieg das wirklich ganz große Display, das sehr auffällt. Und die Klavierlackoptik in Schwarz, die aber nicht zu Toucher, man sieht da nichts. Darüber haben mich schon wirklich viele Leute gefragt, sieht man da denn direkt jeden Toucher und so weiter? Nee, sieht man nicht. Nee, sieht man nicht. Es ist halt eben auch so, wir haben hier eine neue Technik, das heißt, die Bildschirme sind hier rahmenlos eingefügt. Das ist also alles sehr harmonisch, sieht sehr integriert halt eben aus. Ne? Sieht also nicht aus wie nachträglich irgendwie zusammengebastelt. Was stark aussieht, das hier sieht aus wie Leder. Also es sieht so täuschend echt aus, dass ich eben schon dachte, es ist Leder. Ist aber kein Leder. Das ist kein Leder, das ist ein Kunstleder. Ist weich? Das fühlt sich sehr gut an, das ist auch von der Griffigkeit her. Das ist ein Soft-Touch-Material. Soft-Touch, also es ist nicht so, ich sag mal, wie jetzt irgendwas hartes, harter Kunststoff aus der Tupperware oder so. Nee. Hier haben wir noch ein Highlight, wie gesagt, das ist diese Applikation für Android Auto, Apple CarPlay. Ich muss nochmal fragen, alles was wir zeigen, ist in diesem Preis enthalten. Also wir zeigen keine Sonderausstattung, die später nicht drin ist. Serienmäßig drin, so wie er hier steht. Ja. Ist natürlich eine Klimaanlage drin, er hat die Sitzheizung schon mit drin, er hat die Lenkradheizung mit dabei. Auch das ist ein Highlight. Lenkradheizung für 990. So. Ja, richtig. Ja. So, und das Ganze, wie gesagt, dann hat eben auch kombiniert mit der Rückfahrkamera, jetzt ist die Klappe hinten auf, er zeigt uns jetzt die Decke vom Ausstellungsraum, ja. Weil die Kamera nach oben gerichtet ist. Klar, aber auch hier wird der Lenkeinschlag dann angezeigt und je nachdem, wo ich hinlenke, sehe ich es auch direkt. Genau. Ja. DAB? Der hat kein DAB, der hat ein normales UKW-Radio drin, hat eben hier mit USB-Abspielmöglichkeit, man kann streamen, sobald man sein Handy hier verbunden hat. Immer mehr streamen übrigens auch, weil es gibt radio.de, die sind dann direkt bei CarPlay und Android Auto mit drin. Und darüber kann ich es auch laufen lassen. Übrigens ist bei der Telekom auch das alles flat. Dementsprechend fällt halt eben auch der früher übliche CD-Player weg. Den brauchen wir nicht mehr. Ja, den braucht wirklich kein Mensch mehr, glaube ich. Das ist, obwohl der Schlitz, der war mal ganz nett. Da kommt man nämlich dann eine Handyhalterung reinstecken. So, da ist links Radio. Multifunktionslenkrad. Hier sind die Radiobedienelemente. Wir haben die Annahme- und Auflegentaste für die Freisprecheinrichtung. Wir haben hier den Bordcomputer. Das ist übrigens auch eigentlich ganz nett gemacht. Ne? Kann man die unterschiedlichen Funktionen durchschalten, kann sich hier die entsprechenden Informationen durchklicken. Ist ein digitaler Tacho noch dabei. Wir haben ein Tempomat mit drin, auch das für 19.990 Euro. Wir haben einen Geschwindigkeitsbegrenzer mit drin, das heißt, man kann sich eine Obergrenze festlegen, kann sagen, ich möchte jetzt nicht über 100 Stundenkilometer schnell werden. Ne? Dann programmiert man das hier. Aber er hat bestimmt keine Bergabfahrhilfe mit drin, oder? Er hat sogar eine Bergabfahrhilfe drin. Habe ich gerade gesehen. Warte mal, die ist nämlich da vorne drin. Genau. Die ist... Das ist der Schalter hier. Und wir haben, was auch wichtig ist, eine Berganfahrhilfe serienmäßig. Die haben wir auch. Wozu ist denn eine Berganfahrhilfe?
Das Auto rollt beim Anfahren am Berg nicht zurück. Okay, es bremst. Ich brauche jetzt nicht mit der Handbremse irgendwie zu hantieren, um das Auto festzuhalten, sondern ich kann ganz normal anfahren, ohne dass das Auto halt eben während des Anfahrvorgangs zurückfährt. Peter, bei 19.990, wer hat denn da noch was verdient? Wir verdienen an Zuspruch. Okay. Also gutes Angebot, oder? Es ist ein Top-Angebot. Ja, das muss man schon sagen. Also ein ausgewachsener SUV. Hier ist er. Wir steigen nochmal kurz aus. Dann machen wir die Abmoderation. Und das Coole ist, der fährt sogar. Und der Peter Demmerle hat jetzt eine ganz tolle Ansage. Sie können das Fahrzeug Probe fahren. Man sollte jedes Fahrzeug einmal Probe fahren. Das ist ganz wichtig, bevor man sich drin verliebt. Das Ganze gibt es dann wahrscheinlich auch noch mit Sonderausstattung, wenn man das möchte, da wird es ein bisschen teurer, Automatik und Co., also die Aufpreisliste. Ja, grundsätzlich gibt es den Sportage natürlich in allen Motoren, Getriebe und Ausstattungsvarianten. Dieses Angebot bezieht sich wirklich genau auf den, wie er hier steht. Schalter hier steht, genau. Mit dem tollen Motor, 100, wie viel PS? 1,6 Liter, 132 PS. Ja, und 7 Jahre Garantie, entweder 7 Jahre oder 150.000 Kilometer. Genau. Und das heißt, ich kann das Fahrzeug wirklich nach 4 Jahren mit 9.000 Kilometern, dann hat er tatsächlich noch 60.000 Kilometer Restgarantie oder halt 4 Jahre Restgarantie, je nachdem. Der Folgebesitzer macht vielleicht demjenigen, der das Auto verkaufen möchte, den Verkauf auch ein bisschen leichter, weil man halt eben gute Argumente in der Hand hat. Und wie gesagt, ich muss es nochmal sagen, es ist eine Herstellergarantie. Wir geben bei Kia diese 7 Jahre ab Werk. Es ist keine Anschlussgarantie mit eingeschränkten Leistungen etc., sondern vom Hersteller ab Werk mit dabei. Ja, tolle Optik, tolles Autohaus. Wo findet man euch? Man findet uns in Saarlouis, in der Wallerfanger Straße 102, eigentlich ganz nah an der Autobahn A620, stadteinwärts. Ja, gut zu finden. Wo ist denn Saarlouis für Leute, die das jetzt auf YouTube sehen und gar nicht wissen, wo? Das ist die heimliche Hauptstadt im Saarland natürlich. Saarland, also man kann sagen zwischen Luxemburg und der Landeshauptstadt Saarbrücken. So ist es. So in der Mitte. Okay, seid direkt an der Autobahn, die kann man schön testen. Die Öffnungszeiten? Also wir sind da von 8 bis um 18 Uhr wochentags und haben samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Peter Demmerle vom Kia Autohaus Klein aus Saarlouis, ganz einfach zu finden. Abfahrt Wallerfanger, Abfahrt Wallerfanger Straße. Vielen Dank für das nette Interview. Und wenn auch Sie einen haben möchten, so viele gibt es nicht mehr, muss man fairerweise sagen. Wie viele habt ihr noch? Angebot gilt, solange Vorrat reicht. Also ich denke, im Moment haben wir ca. 40 Autos in der Vororder. Okay. Also ihr habt genug. Die laufen gut, oder? Es läuft jetzt an, aber es ist schon eine sehr gute Nachfrage. 19.990 Euro mit der Mehrwertsteuer als Tageszulassung mit Metallic oder neu, niegelnagelneu, wenn man gar keinen Vorsitzer drin haben möchte, dann in Weiß. So, da ist es. Greifen Sie zu. Tschüss.